17. Dezember 2018. Auf einem Weg nahe der Gedenkstätte Augustaschacht bei Osnabrück entdeckt eine Spaziergängerin eine zunächst unbekannte Leiche. Ein Fall für Staatsanwalt Henning Wilker und Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann. Zum Zeitpunkt des Auffindens lag die Frau vom Weg aus kaum sichtbar unter Gestrüpp und Gebüsch. Im ersten Moment konnte eine Todesursache nicht erkannt werden, aber bei Freilegen der Leiche wurde relativ schnell deutlich anhand von Halsverletzungen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt haben dürfte. Nahe der Toten wird eine zerbrochene Glasflasche gefunden. Diese stellt sich als eines der Tatwerkzeuge heraus. Allein die Vielzahl dieser Verletzungen lässt nur den Rückschluss zu, dass es sich hier um massive Gewaltausbrüche gehandelt haben muss, die sich auch über einen längeren Zeitraum hingezogen haben müssen. Kommissar Uwe Hollmann und Staatsanwalt Henning Wilker wenden sich an die Öffentlichkeit, um die Identität der toten Frau klären zu können. Vor allem ein besonderes Merkmal des Opfers vom Tatort könnte für Hollmann und Wilker den Durchbruch bringen. Wir haben festgestellt, dass sie besondere Nägel hatte, Fußnägel als auch Fingernägel, in diesem Falle rote Gelnägel mit Glitzerbesatz. Dies hielten wir für einen vernünftigen Ansatzpunkt für Identifikationsmaßnahmen, insbesondere eine Presseveröffentlichung. Fast zeitgleich zu der Pressemitteilung meldet sich bei der Kripo Osnabrück ein Mann, der seine Mutter vermisst. Schließlich identifiziert er die Tote als die 75 Jahre alte Ursula U. Die frühere Unternehmerin lebte seit 2017 in einem ruhigen Wohngebiet in Melle bei Osnabrück. Sie hat allerdings nicht immer hier gelebt, sondern sie hat lange Jahre gemeinsam mit ihrem Mann, als der noch lebte, einen Reifenhandel in Köln, Niederkassel betrieben und ist dann nach Aufgabe dieses Geschäftes oder beziehungsweise des Reifenhandels der Übergabe an eines der Kinder gemeinsam mit ihrem Mann nach Spanien gegangen, hat da auch einige Jahre gelebt und ist dann wieder zurückgekehrt. Nach dem Tod ihres Mannes zieht Ursula U. ins niedersächsische Melle. Kommissar Hollmann und seine Kollegen sehen sich das persönliche Umfeld der Frau genauer an. Diese Ermittlungen haben durchaus ergeben, dass Frau Ursula U. Ein durchaus selbstbewusstes Auftreten hatte. Sie war früher Geschäftsfrau gewesen und hat durchaus den Eindruck vermittelt, wohlhabend zu sein. Und das haben Menschen, die sie dann auch kennengelernt haben, haben das durchaus auch so wahrgenommen. Im Zuge ihrer Ermittlungen stößt die Kripo Osnabrück auch auf etwas, das das Opfer offensichtlich stark belastete. In den 90er Jahren hatte man ihr die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen und das war ihr Problem. Sie hatte nun noch ein Fahrzeug und zwar doch noch ein recht schickes Cabrio, vermittelte da auch nach außen eine gewisse Wohlhabenheit. Und dieses Fahrzeug, eine 75-jährige Frau, wollte sich gern bewegen. Und sie wollte ganz einfach das Fahrzeug auch nicht aufgeben, wollte mobil sein. In der Wohnung des Opfers findet die Kripo eine Quittung, die bestätigt, dass Ursula U. einem Mann im Juli 2018 eine Anzahlung von 3.000 Euro für eine Fahrerlaubniserteilung überlassen hat. Der Begünstigte ist der Fahrlehrer Ramazan B. aus Köln. Noch während die Kripo Osnabrück dieser heißen Spur nachgeht, stellen die Beamten fest, dass es in den Tagen vor dem Leichenfund im Dezember 2018 Abhebungen von den Konten des Opfers gab. Dabei sind zwei Männer fotografiert worden. Und zwar haben wir diese Bilder, wir haben sie zum Landeskriminalamt geschickt, der Überwachungskameras. Und dann ist mit einer entsprechenden Software festgestellt worden, um wen es sich da handelt. Und zwar um Enoma E. In diesem Wohnblock in Köln-Korweiler lebt der Geldabheber, aber auch der Fahrlehrer Ramazan B. Nun gut, wir haben ja Durchsuchungsbeschlüsse bekommen für die Wohnung der beiden, haben sie umgesetzt und in diesem Zusammenhang dann die beiden auch festgenommen. Beide haben bei der Polizei oder beziehungsweise auch vor dem Richter ausgesagt. Man kann jetzt nicht sagen, dass Ramazan nicht ausgesagt hat. Nur er hatte eine Beteiligung oder beziehungsweise eine Beteiligung an dem
Tötungsdelikt von sich gewiesen. Ramazan B. gibt jedoch zu, dass er von einem Bekannten auf Ursula U. aufmerksam gemacht worden sei. Er habe ihr einen gefälschten Führerschein verkaufen wollen und sei aus diesem Grund bereits einmal in ihrer Wohnung in Melle gewesen, sagt er gegenüber der Kripo Osnabrück aus. Dagegen ist der 25 Jahre alte Enoma E. in den Gesprächen mit der Polizei deutlich konkreter. Er gibt an, Ramazan B. habe ihm für seine Unterstützung bei einem auf Ursula U. geplanten Überfall 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Das Geld aber habe er nie erhalten. Insofern ließ sich schon ein Ablauf nachvollziehen, demnach er dann mit einem Mann, wie sich später herausstellte, der Ramazan, tatsächlich nach Melle gefahren ist und die Ursula dort abgeholt hat. Man ist dann gemeinsam zurückgefahren nach Köln. Ursula U. denkt bis dato, sie müsse noch eine Probefahrt ablegen, um den gefälschten Führerschein zu erhalten. Doch Enoma E. und Ramazan B. fahren mit der Frau in eine Kölner Wohnung, in der bereits zwei Komplizen auf sie warten und hier einen Überfall auf sie vortäuschen. Der Plan von Ramazan B. war, dass Ursula U. unter dem Eindruck der Gewalt der ihr unbekannten Person bereit ist, Verstecke von möglicherweise vorhandenen Vermögenswerten in ihrer eigenen Wohnung preiszugeben. Und er selber, Ramazan B., hatte für sich vorgesehen, auch als Opfer des Überfalls dazustehen, um später eben nicht in den Verdacht zu geraten, mit der Sache in Verbindung zu stehen. Doch der Plan misslingt, denn Ursula U. hat keine Geldverstecke. Dennoch wenden die Täter Gewalt an. Das Gericht hat es später als unausgegoren bezeichnet, was den Plan des Ramazan B. anbetrifft. Und so muss man es wohl auch betrachten. Denn offensichtlich war unklar, was konkret eigentlich an Vermögenswerten vorhanden sein sollte. Und es stellte sich offenbar im Rahmen der Gewalt und der Drohung, die gegen Ursula U. geäußert worden sind, heraus, dass sie a. ihren Wohnungsschlüssel gar nicht dabei hatte und b. auch gar keine Vermögenswerte hatte, über die sie verfügte, deren Versteck sie hätte preisgeben können. Das warf offensichtlich den Plan der Täter gehörig durcheinander. Die Täter reagieren darauf mit weiterer Gewalt. Schließlich setzen sie ihr Opfer in der Wohnung gar unter Drogen. Was auf jeden Fall festgestellt werden konnte, war, dass der damalige Angeklagte Ramazan B. ihr mindestens zwei Ecstasy-Tabletten verabreicht hat. Ob dies geschah in der Absicht, ihr zusätzlichen Schaden zuzufügen, oder sie vielleicht aufgrund ihrer bereits eingeschränkten körperlichen Handlungsfähigkeit wieder fit zu machen, konnte das Gericht am Ende auch nicht feststellen. Die Täter laden die unter Drogen gesetzte Ursula U. in Köln in dieses Mietauto. Anschließend treten Enoma E. und Ramazan B. mit ihrem Opfer die 200 Kilometer lange Rückfahrt in den Raum Osnabrück an. Dort angekommen, steuern sie vermutlich zufällig ausgewählt die Gedenkstätte Augustaschacht in Haßbergen an. Hier wird Ursula U. ermordet. Die Täter überschütten danach den Innenraum des Mietwagens mit roter Farbe, wohl um Spuren zu beseitigen. Knapp drei Tage später wird die Leiche von Ursula U. dann von einer Spaziergängerin entdeckt. Am Landgericht Osnabrück beginnt im Juli 2019 der Prozess gegen die Angeklagten. Im Juni 2020, 11 Monate nach Prozessbeginn, fällt das Gericht schließlich das Urteil gegen die Täter. Ramazan B. wurde am Ende durch das Landgericht Osnabrück zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Enoma E. erhielt mit 13 Jahren eine niedrigere Freiheitsstrafe, was in erster Linie auf seine geleistete Aufklärungshilfe zurückzuführen war. Der Mord an der 75-jährigen Ursula U. Durch den Einsatz von Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann und dem ersten Staatsanwalt Henning Wilker konnte der Fall aufgeklärt werden.